Ein herzliches Willkommen zu unserer Andacht am Palmsonntag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass wir miteinander diese Andacht feiern können. Wir feiern sie im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, als Kind habe ich den Palmsonntag geliebt. Wenn wir in der Kinderkirche davon hörten, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist, wenn wir miteinander laut singen konnten, Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna. Und in diesem Jahr? Da steht niemand draußen am Straßenrand und jubelt und schreit. Niemand steht dicht gedrängt, um diesen Jesus zu empfangen. Und das ist in diesem Jahr auch gut so, dass wir nicht so eng beieinander sind. Das täte uns allen nicht gut. Und doch hören wir in dieser Geschichte etwas Besonderes. Wenn Jesus im Jahr 2020 in Jerusalem eingezogen wäre, dann wäre es wohl ganz anders gelaufen. Zwar hätten die Jünger zusammen losgehen können, um den Esel zu holen, die beiden, aber spätestens nachdem sie ihn hatten, hätten sie sich von Jesus wieder abwenden müssen, ihn allein lassen oder zumindest genügend Platz zwischen ihnen und sich lassen. Zwar hätte Jesus auf das Tier steigen können, aber es hätten wohl keine Menschenmassen am Wegesrand gestanden, um ihn zuzujubeln oder Palmzweige auf dem Weg zu lesen. Jesu Einzug in Jerusalem 2020, das wäre ein sehr, sehr ruhiger Einzug geworden. Und dann lese ich noch einmal die Worte dieser alten Geschichte, wie sie uns der Evangelist Johannes im 12. Kapitel schildert. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Steht da wirklich, fürchte dich nicht? Als ich das erste Mal diesen Text in dieser Woche gelesen habe, klebten meine Augen regelrecht an diesen drei kleinen Worten. Fürchte dich nicht. Und ich begann zu grübeln, nachzudenken, habe ich jemals bei dem Lied Jesus zieht in Jerusalem ein Fürchte dich nicht gesungen? Oder bei dem anderen bekannten Adventslied Tochter Zion, tauch da, fürchte dich nicht auf? Nein, tatsächlich, es taucht nicht auf. Und auch als ich beim Propheten Sacharja, woraus dieser Vers stammt, nachgelesen habe, heißt es nicht, fürchte dich nicht, sondern nur, Tochter Zion, freue dich. Will uns der Evangelist Johannes hier in seinem Evangelium einfach so einen Satz unterschmuggeln, so wie einst früher es die römischen Sklaven gemacht haben, die beim Triumphzug eines Kaisers hinter diesem standen auf dem Triumphwagen und ihm immer ins Ohr geflüstert haben: Sieh dich um, denke daran, auch du bist nur ein Mensch. Wenn ich mir die Geschichte von Jesus angucke, dann glaube ich das nicht, dass Jesus das notwendig hatte, dass irgendjemand zu ihm sagt: Denk daran, du bist nur ein Mensch.
Denn Jesus ist selbst zu bewusst diesen Weg nach Jerusalem gegangen. Ihm war ziemlich deutlich, wenn ich da sein werde, wird das keinen guten Ausgang für mich nehmen. Er rechnete mit seinem Tod. Und darum hat vielleicht Johannes diesen Satz, fürchte dich nicht, zuerst für uns geschrieben. Für uns, die wir dieses Evangelium lesen und hören. Denn wir wissen ja schon, was auf Jesus zukommt. Wir wissen, dass er den Weg an das Kreuz geht. Wir wissen, dass der Palmsonntag in all seinem Triumph doch gleichzeitig der Beginn des Leidensweges ist. Und dass wir uns nicht fürchten sollen. Darum ruft er uns dieses Fürchte dich nicht zu. In diesen Tagen bin ich oft voller Furcht, aus ganz verschiedenen Gründen. Ich habe gar nicht so sehr Furcht um mich, um mein Leben. Ich habe keine Angst um meine Gesundheit. Aber ich habe Angst um die vielen Menschen aus unserem Ort, in unserem Land, um die vielen Alten, die in diesen Tagen einsam zu Hause sind oder in den Pflegeheimen, wo niemand da ist, der sie besuchen kann, wo sich niemand traut, hinzugehen. Ich habe Angst darum, dass diese alten Menschen verzweifeln, traurig werden, keine Hoffnung mehr und keinen Lebenssinn mehr für sich sehen. Ja, ich habe sogar Angst darum, dass sie die Bewegung verlernen, weil sie den ganzen Tag nur noch zu Hause sind. Ich habe Angst davor, dass Ärztinnen und Ärzte darum entscheiden müssen, ob Menschen leben dürfen oder ob sie nicht mehr behandelt werden können. Ich habe Angst darum, dass in unseren Familien unter teilweise engen Verhältnissen die Gewalt regiert. Dass Familien nicht im Frieden miteinander leben, sondern im Hass, im Zorn aufeinander. Und ich habe auch Angst um die vielen Menschen, die vor den Trümmern ihrer beruflichen Existenz sitzen und gerade nicht wissen, wie es eingeht oder ausgeht, ob es für sie eine Hoffnung gibt. Und in all diesen vielen Ängsten, die ich habe, höre ich diesen Satz, fürchte dich nicht. Das fürchte dich nicht, das ist ja so etwas wie der Grundgesang der Bibel. In so vielen Furchtsituationen wird den Menschen das gesagt. Ich bekam diese Woche ein kurzes kleines Video per WhatsApp zugeschickt. Da ging es auch darum, um die Furcht. Aber hören Sie es selbst. Was steht denn in der Bibel? Er hat gesagt, 100-mal mindestens fürchte dich nicht. Und das, da bleiben wir dabei, Heiderbumm. Heiderbumm. Ich finde es erfrischend, herrlich, wie diese alte Dame, ich kenne sie nicht, wie sie darauf reagiert hat, ob sie voll Furcht ist. Nein, sie ist nicht voller Furcht, sondern so in einer Mischung aus Trotz, Hoffnung und Glauben, kann sie sagen, Heiderbumm, so ist das eben. Als Christen dürfen wir wissen, dass wir in all unserer Furcht uns an Gott wenden dürfen, dass wir ihm unsere Furcht bringen können. Denn Jesus selbst ist diesen furchtbaren Weg des Sterbens gegangen. Und so wünsche ich Ihnen, so wünsche ich uns allen die Erfahrung, dass wir zu uns sagen lassen, fürchte dich nicht, Tochter Zion, denn siehe, dein König kommt zu dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Wir halten dir unsere Herzen hin, Jesus Christus. Wir strecken dir unsere Hände entgegen. Wir wollten dir entgegengehen, wir wollten mit dir laufen und hineinziehen in deine Stadt. Aber wir können nur mit unserem Herzen zu dir kommen. Unsere Sehnsucht ist auf dem Weg zu dir. Unsere Gebete, sie sind alles, was wir haben. So beten wir für die Kranken, für die, denen keine Medizin mehr helfen kann. Für die, die einsam sterben. Für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. Wir beten für die Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, in Feuerwachen und Apotheken, in Kitas und in Supermärkten, in den Ämtern und Gemeinden. Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. So beten wir für die Menschen, die in diesen Tagen ins Vergessen geraten, für die Flüchtlinge, für die Obdachlosen, für die Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft leben. Komm zu ihnen und rette sie. Wir halten dir unsere Herzen hin und danken dir für den Glauben. Wir danken dir, weil wir zu dir gehören und Zeichen der Verbundenheit spüren. Wir danken dir für die Musik, für jedes gute Wort, für jedes Gebet, das uns erreicht. Wir wollen dir entgegengehen und hineinziehen in deiner Stadt. Und wir erleben es. Du gehst mit uns auch in diesen Passionstagen. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unter dem Segen Gottes in diesen Tag, geht unter dem Segen Gottes in diese Karwoche, die nun vor euch liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.